Es gibt gute Gründe, warum Radfahrer ab und zu die Kassette hinten am Rennrad abschrauben. Zum Beispiel, um die Ritzel zu reinigen, eine Bergübersetzung zu montieren oder verschlissene Zahnkränze auszutauschen. Wie Sie eine Kassette abmontieren und zusammensetzen, zeigen wir Ihnen in diesem Workshop. Zunächst brauchen Sie das passende Werkzeug: eine Verschlussringnuss, einen passenden Schraubenschlüssel, meist in der Größe 26, und eine Kettenpeitsche. Stellen Sie den Gang des Rennrads auf das kleinste Ritzel hinten und auf das große Blatt vorne. Öffnen Sie den Schnellspanner an der Bremse, drehen Sie die Flügelschraube an der Achse auf und nehmen Sie das Hinterrad aus dem Rahmen. Die Flügelschraube drehen Sie ganz vom Achsstift und ziehen ihn heraus. Achtung, verlieren Sie nicht die kleinen Federn. Legen Sie das Laufrad vor sich hin, setzen Sie das Verschlussringwerkzeug auf die Kassette. Der Verschlussring öffnet sich, wenn Sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Allerdings dreht sich der Freilauf einfach mit. Hier kommt die Kettenpeitsche zum Einsatz. Mit ihr fixieren Sie die Kassette. Den Schraubenschlüssel setzen Sie an das Verschlussringwerkzeug und öffnen den Verschlussring. Achtung, er löst sich oft ruckartig. Passen Sie auf Ihre Finger auf. Nehmen Sie den Verschlussring ab. Jetzt können Sie die Ritzel einzeln vom Freilaufkörper abziehen. Legen Sie sie der Reihe nach auf die Unterlage. Es zeigt die Seite nach oben, die auch am Laufrad oben lag. Jetzt können Sie die Ritzel reinigen oder die neuen Ritzel zusammenstellen. Das Zusammenbauen geht einfach wieder rückwärts. Keine Sorge, die Zahnkränze passen nur in einer Position auf den Freilaufkörper. Dafür sorgen diese besonderen Kerben. Denken Sie aber an die Distanzringe und achten Sie darauf, dass die Oberseite der Zahnkränze auch nach oben zeigt. Beim Verschließen brauchen Sie keine Kettenpeitsche. Den Verschlussring drehen Sie kräftig, aber nicht zu fest zu. Das war's schon. Ein Sicherheitstipp noch zum Schluss. Prüfen Sie nach 200 Kilometern noch einmal, ob der Verschlussring auch jetzt noch fest geschlossen ist. Sichere Fahrt wünscht Ihnen triathlontipps.de.